Wenn also Sir Hugh, ob nun bei Sinn oder nicht, die Herzogin getötet hat, wird der Herzog wohl sicher wollen, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Ich schätze, das heißt, wir müssen uns einen neuen Anführer suchen. Wo ist Sir Hugh jetzt? Er ist in die Feste gegangen. Es könnte aber sein, dass ihm jetzt Sir Quad zur Seite steht. Es könnte schwierig werden, Hugh zu finden, bis wir dem Chaos hier etwas Herr geworden sind. Ihr solltet mit Sir Edmund sprechen. Er ist gleich hier die Stufen hoch. Wenn ihr nach Highspawn-Feste gekommen seid, um den Rittern der Flamme zu helfen, fürchte ich, dass ihr enttäuscht sein werdet. Unser Anführer, Sir Hugh, ist anscheinend verrückt geworden. Und die Ritter sind sich nicht einig, ob sie seinem letzten Befehl Folge leisten sollen. Sir Hugh ist verrückt. Er hat die Herzogin getötet. Das ist schlimmer, als ich dachte, und macht unsere Sache umso notwendiger. Sir Hugh ist gerade zur Feste zurückgekehrt und hat sich sonderbar verhalten. Er ist mit Sir Croix dort drin, der Vorbereitung darauf trifft, die Rotwardonen am Castell Alcaire anzugreifen. Wir müssen sie aufhalten. In der Tat. Ich und diese anderen wurden verbannt, da wir uns gegen Sir Croix gestellt haben. Doch unsere Zahl reicht derzeit nicht aus, um die Feste zurückzuerobern. Es gibt noch weitere Ritter in der Feste, die Sir Croix hinterfragen. Könntet ihr dort hineingehen und nach Rittern suchen, die sich uns anschließen würden? Ich werde Ritter für unsere Sache gewinnen. Ich habe gehört, dass König Faharajad schon seit Jahren plant, Alcaire einzunehmen. Der Plan, die Rotwardonen anzugreifen, ist falsch. Helft Sir Edmund und ich erobere die Feste zurück. Ihr verlangt, dass ich einen direkten Befehl missachte und mich gegen Sir Croix wende? Ihr klingt wie dieser Feigling Sir Edmund. Ihr seid ein Feind des Ordens und ich werde euch erschlagen. Dann verteidigt euch! Macht euren Kopf klar und bannt den Zauber! Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, an dem die Ritter der Flamme gespalten sein sollten. Der Plan, die Rotwardonen anzugreifen, ist falsch. Helft Sir Edmund und ich erobere die Feste zurück. Ihr habt recht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Meine Pflicht besteht darin, das Richtige zu tun und nicht einfach blind Befehlen zu gehorchen. Ich bin dabei. Wenn Alcaire wirklich bedroht wird, egal wodurch, dann werde ich es bis zum letzten Atemzug verteidigen. Der Plan, die Rotwardonen anzugreifen, ist falsch. Helft Sir Edmund und ich erobere die Feste zurück. Ihr habt recht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Meine Pflicht besteht darin, das Richtige zu tun und nicht einfach blind Befehlen zu gehorchen. Ich bin dabei. Es ist nicht einfach, den gesamten Orden auf den Krieg vorzubereiten. Das wird einige Zeit kosten. Der Plan, die Rotwardonen anzugreifen, ist falsch. Helft Sir Edmund und ich erobere die Feste zurück. Ihr habt recht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Meine Pflicht besteht darin, das Richtige zu tun und nicht einfach blind Befehlen zu gehorchen. Ich bin dabei. Ich wusste, dass noch mehr meiner Ordensgeschwister kommen würden, um sich den Irrsinn anzusehen, den Sir Croix in Castell Alcaire entfesseln möchte. Ich denke, wir haben jetzt genug Ritter, um die Burg zurückzuerobern.
Ich habe sie an strategisch wichtigen Punkten positioniert. Sind wir jetzt zum Angriff bereit? In der Tat. Ich weiß, dass keiner von uns gern die Waffen gegen die anderen Ritter erhebt, aber Sir Croix zwingt uns dazu. Das ist eine unschöne Angelegenheit, aber wir sollten sie hinter uns bringen. Ich habe den Rittern, die um die Feste in Stellung stehen, aufgetragen.